Hallo, moin moin, Fußballfans. Heute Abend geht es um alles. Costa Rica gegen Deutschland. Also ich freue mich da schon drauf, sonst habe ich ja die WM nicht alles geguckt. Aber wie gesagt, ich muss mich von an die Sonne beiflach halten. Wir haben das gestern wieder gesehen. Dänemark ist auch rausgeflogen und weiß gar nicht warum. Und die Polen, die haben ja so viel Glück gehabt gestern. Also da habe ich nochmal die Ausschnitte gesehen. Das ist ja so viel Glück kann man ja gar nicht haben. Weil ich muss das so ganz ehrlich sagen, ich hätte die Mexikaner lieber gesehen. Aber das ist kein Wunschkonzert. So, und dann noch was. Den polnischen Trainer, wenn der da immer rumläuft, das sieht aus, als wenn sie den so eingefroren hatten, so 1972, und haben ihn heute wieder oder gestern rausgelassen aus dem Sarg. So sah das aus. Aber wie gesagt, wir wollen nicht lästern, wir müssen heute Abend erstmal unsere Arbeit machen. Und noch was. Also der Füllkrug wird ja hier in Deutschland verglichen wie mit den Top-Torjägern in Europa. Also jetzt breche ich langsam ab. Also ich kann mich noch daran erinnern, da hat er gar nichts getroffen, auch gegen HSV nicht, Gott sei Dank nicht. Sonst hätten wir nämlich in Bremen verloren. Aber das habe ich schon vergessen. Ich wünsche den Jungen heute Abend alles Gute, vielleicht trifft er ja oder vielleicht trifft er nicht. Aber ich sage euch eins, es wird kein Selbstläufer oder Gänger, was sie schon wieder tippen hier, weil sie das 1-1 gegen Spanien gemacht haben. Also seid vorsichtig, halt den Ball flach und den Daumen drücken und ich hoffe, dass sie das Ding gewinnen. Und noch was, wer weiß denn, wie die Japaner gegen Spanien spielen? Das haben wir ja gestern gesehen mit den Franzosen. Die haben wir Leute auf die Bank gelassen und auf einmal verlierst du das Spiel 1-0 gegen Tunesien. So kann das auch heute Abend mit Spanien kommen, ich weiß es nicht. Ich traue natürlich den Enrique, den Trainer, den kenne ich ja auch einigermaßen, den traue ich dir nicht zu, dass der nur die Reserve auf den Platz schickt. Aber einfach wird das heute Abend nicht, aber wie gesagt, da unten drüben Deutschland, sonst ist die WM ja ganz und gar weg. Aber wie gesagt, hau rein ins Tango, Jungs, ich habe mit den Rippen zu tun, das wisst ihr ja. Also ich habe gestern ganze Nacht nicht gepennt, aber das wird schon werden. Ich hoffe, das läuft und dann ist das gut. So, Hansi, hau rein ins Tango, sonst sieht das auch für dich schlecht aus. Alles gut, tschüssi, nur der HSV, sag ich mal einfach. Alles gut.